Hallo zusammen. Wir sind hier heute auf der South Fork Ranch. Die kennt ihr wahrscheinlich aus der 80er Jahre Fernsehserie Der Denver Clan. Ja, auf Original Englisch Dynasty, nicht Denver Clan. Wie ihr seht, bin ich wieder sehr gut vorbereitet, was den Inhalt meiner Videos angeht. Ist natürlich Quatsch. Es ist Dallas gewesen oder die Fernsehserie Dallas wurde hier gefilmt. Zum großen Teil auf der South Fork Ranch und man kann hier heute Touren machen und ja, das startet hier in dem Visitor Center, was vor uns liegt. Und man fährt jetzt hier so ein bisschen mit so einem Wagen durch die Gegend, das schauen wir uns gleich an, und kann dann in dieses Gebäude, in die South Fork Ranch, in das Herrenhaus oder wie auch immer man das auf Deutsch nennen würde, und sich dann dort das Filmset anschauen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Ich bin schon ein bisschen spät dran, ich habe etwas rumgetrödelt zu Hause, bevor ich losgekommen bin, und bin hier deswegen nur so 15 Minuten vor dem Tourstart da. Die Touren starten hier immer um 10:15 Uhr, die erste, 11:15 Uhr, 12:15 Uhr, 13 und 14:15 Uhr. Ob 15:15 Uhr weiß ich jetzt nicht mehr, könnte die letzte Tour sein. Hier steht es aber auch noch mal dran. Ja, 15:15 Uhr, thank you, ist, I got it, ist die letzte Tour. Ja, SF nicht zu verwechseln mit San Francisco. Das ist jetzt hier der Gift-Shop. Also hier kann man Accessoires und so weiter kaufen. Ich kaufe jetzt erstmal kurz Tickets, bevor wir hier weiter rumlaufen. Hello, how are you? Great. Do you have one more for the 11:15 tour? Yes, Great. of course. Wonderful. Price is Yeah. Okay. Okay. Thank you. 21:45, you're welcome. And it's gonna be right through that hallway over there. And you're all set. All right, thank you. You're welcome. Enjoy the tour. Will do. Also die Tour hat jetzt 21:45 gekostet. Also $20 plus Tax. Ja, hier werden jetzt ein paar Sachen verkauft. Hier sind so ein paar Bilder. Ihr seht es ja selbst. 1978 bis 1991. Das heißt, die Serie wurde von 1978 bis 91 gedreht oder ausgestrahlt, wie auch immer. Wie gesagt, ich muss immer an San Francisco denken, wenn ich SF lese. Ja, dann gab es nochmal so ein Remake von dieser Serie wohl. Das ist auch so komplett an mir vorbeigegangen. Ich muss auch gestehen, dass ich tatsächlich die Serie nicht wirklich geschaut habe. Hätte zwar zeitlich ungefähr hingehauen von meinem Alter her, also ich bin 76er Jahrgang. Aber ich habe es doch tatsächlich nicht geschaut. Ich habe eher so Knight Rider geschaut und A-Team und sowas. Also Hauptsache irgendwas mit Autos und so. Und ja, habe halt, wie gesagt, alles jetzt eher verschmäht. Also wahrscheinlich mal unterbewusst irgendwo nebenbei eine halbe Folge gesehen. Aber ich kenne die Charaktere jetzt tatsächlich nicht. Und habe mich hier auch nur so sehr kurzfristig mit beschäftigt wegen der Tour. Genau, hier sind noch einzelne Bilder, die irgendwas zu bedeuten haben. Hier sind Restrooms. Man kann hier offensichtlich auch heiraten. Wir schauen uns gleich nochmal, wenn wir hier durch sind mit der Tour, schauen wir uns auch nochmal das Gelände kurz an, wobei es doch zu weitläufig ist, um es komplett abzulaufen. Hier diese Bilder von diesen Räumen, die kann man gleich so tatsächlich sehen. Hier zwei Postkarten für $1. Ja, hier sind weitere Sachen, die verkauft werden, die nicht direkt was mit der Fernsehserie Dallas zu tun haben. Sandwich für $6, ein Salat für $6, das geht ja sogar eigentlich noch. Ja, wie gesagt, inhaltlich kann ich jetzt keine Sachen zu der Serie selbst sagen, weil ich sie, wie gesagt, nicht geschaut habe. Wobei, wenn ich sie damals geschaut hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch schon wieder inhaltlich vergessen, was so genau in Details passiert ist. Wir werden hier gleich nochmal so einen kleinen Vortrag hören, beziehungsweise ich werde euch jetzt nicht den gesamten Vortrag hier, den da gleich die Dame hält, einspielen. Ich habe, wie ihr vielleicht raushören könnt, diese Tour schon einmal gemacht. Also ich bin hier schon vorab mal hingegangen und habe mir die South Fork Ranch Tour komplett gegeben. Deswegen, ja, habe ich so einen gewissen Überblick, was jetzt gleich passieren wird. Umkleidekabinen hier.
mit so einem ja, passenden Spiegel dazu, mit Hufeisen dran und Stacheldraht. I shot JR. Es gab da ja so eine Folge, auf die wird hier auch hingewiesen bei der Tour gleich, dass JR eben erschossen wurde als Cliffhanger vor der Sommerpause. Und ja, nach der Sommerpause wurde enthüllt, wer ihn erschossen hat. Ja, hier ist auch schon für Weihnachten dekoriert, obwohl wir jetzt erst Ende September haben. Aber gut, es werden auch schon Weihnachtsbäume verkauft und so. Okay, must have small physical ticket from cashier to enter museum. Na dann gehen wir doch einfach schon mal rein. Hallo. Hier gibt es ein bisschen mehr zu sehen als in dem Gift-Shop da drüben. Ja, der Denver Clan, ich meine der Dallas Clan, der Ewing Clan. Ja. Genau, also das Ganze ist hier wie gesagt auch so ein Eventgelände. Das heißt, man kann es für Hochzeiten mieten und andere Dinge. Ist ja relativ leer jetzt, wird wahrscheinlich eine eher etwas kleinere Tour. Außer hier kommt jetzt noch eine Masse an Leuten an. Das ist jetzt hier natürlich nicht aus der Serie, das ist vom Texas State Fair, der große Cowboy. Der Union Tower. Als ich die Tour das letzte Mal hier mitgelaufen bin oder mitgemacht habe, waren auch einige Deutsche dabei. Guck mal, hier noch so ein alter Fernseher, könnte sogar aus den 80ern sein. Sieht eher aus wie frühe 90er. Das passt natürlich hier so ein bisschen auch zum Thema, klar. Aber ist man gar nicht mehr gewohnt, fällt sofort auf. Und 4:3 auch noch. Genau, hier ist der Dallas Family Tree. Dorgute Ewing, der Ewald Ewing, nee, Jock Ewing, es wird tatsächlich auch nicht Ewing ausgesprochen oder Ewing oder so, so wie der X-Wing aus Star Wars, sondern halt Ewing. Und ja, hier hat sich mal offensichtlich jemand die Mühe gemacht, diesen ganzen Familienstammbaum nachzubilden oder aufzuzeichnen, aufzukleben, wie so, eine Ermittlungswand. Gibt es da auch sicher ein Wort für, aber gut. Ja, wie gesagt, die Charaktere sagen mir jetzt nicht so viel, außer dass halt da natürlich so die Hauptcharaktere, die hat man mal gesehen. Was hier noch ein interessanter Aspekt übrigens ist, das wusste ich hier vorher gar nicht, bevor ich hier diese Tour gemacht habe, ist, dass, oh, hier haben sie Flachbildfernseher oben, immerhin, da drüben auch, guck mal. Was tatsächlich der Gasgrill an sich populär gemacht wurde durch die Serie in Nordamerika. Das heißt, vielleicht auch woanders, aber das hier war halt so ein spezieller Gasgrill, den sie damals gebaut haben für, ihr könnt es ja vielleicht auch selbst lesen hier, für die Serie. Und daraufhin ist es halt, seitdem die diesen Gasgrill dort benutzt haben, ist es halt populär geworden. Vorher haben die Leute halt nur mit Kohle oder so gegrillt. Ja, wobei bemerkenswert ist, wie klein das Ding ist. Ja, das war schon hier so ein Texas-sized hier. And it was truly Texas-sized, wenn ich so denke, na, das ist jetzt hier sowas Kleines, würde man selbst in Deutschland hier nicht mehr benutzen. Vielleicht nicht so übertrieben, aber ist definitiv, ist alles im Laufe der Zeit größer geworden. Also nicht alles, aber das auf jeden Fall. Ja, genau. Gucken wir da drüben nochmal, was hier so ist. Das ist offensichtlich hier so ein Saunabild von der neuen Serie, die ich jetzt auch nicht geschaut habe, die auch an mir vorbeigegangen ist. Ja,
Hier drüben weitere Zeitungsartikel. Offensichtlich Charaktere aus der neuen Serie oder dem Reboot. Damals, als es noch Fernsehzeitschriften gab, wobei ich mich noch an die kurze Phase erinnern konnte, dass man die dann auf Webseiten hat, also im Internet. Wird sicherlich auch noch benutzt von Leuten, da ich jetzt seit Ewigkeiten kein Fernsehen mehr gucke. Weiß ich das nicht. Okay, J.R. Ewing Private Reserve. Und der J.R. Ewing Dollar. In Hangman We Trust. Hangman We Trust, nicht Hangman, Hangman. Und hier drüben sind noch so ein paar Drehbücher auch dargestellt. Ja, das gucken wir uns hier gleich an, so diese Szene, also die Location. Ja, hier sind so ein paar von diesen Drehbüchern eben. Aus der Folge Saving Grace. Offensichtlich. Steht da jedenfalls. Nicht, dass ich es jetzt inhaltlich erkannt hätte. Und wir gehen dann auch gleich mal raus, um auf diesen Traktorzug aufzuspringen. Ja, genau, so, das haben wir gesehen. Weitere Bilder. Wie gesagt, ich würde sagen, es ist hier halt für Freunde der Serie oder Fans der Serie, ist das natürlich hier ein Kleinod, aber wenn man damit nicht so viel am Hut hat, dann, naja, spannend sicherlich. Ui, hier ist ja schon ganz schön was los. Würde ich sagen. Alright, it's time to go. Ja, it's time to go. Wow, big group today. Siehst du, da wurde auch gerade wieder Deutsch gesprochen im Hintergrund. Good morning, everybody. My name is Danny. I'll be taking you over the house real quick. I like to find out where people are from and I'll tell you why afterwards. I'm not being nosy. There's a reason why. Where are you guys from? Alberta, Canada. Canada. Nice. Here. Jackson, Mississippi. Jackson. Oh, Australia. Australia, nice. Wiley, Texas. Oh, Wiley. Czech Republic, okay. Odessa, Texas. Odessa? Fort Worth, Texas. Okay. France. France. Austria. Austria. Belgium. Belgium. Romania. Romania. We get a ton of Romania. Alberta. Pittsburgh. Pittsburgh. England. England. Germany. Begin. Portugal. Maryland. Maryland, nice. Now, the reason why I ask where you guys are from, until I took this job, I didn't know Dallas was broadcast around the world. I thought it was an American TV show, maybe Canada, right? But it's actually, as you saw, it's broadcast all over the world, over 90 different countries. It was translated over 50 different languages. More people watched it outside of the United States than in the United States. So thank you everybody for coming. Normally we have flags that represent those countries, however, if you're from around here, you know we had some storms, they got torn up, and I didn't want to insult a whole bunch of countries, so I just took them down, and I'm having a hard time getting new flags in, so I apologize for them being empty, okay? That blue structure over there, that's an oil drilling platform. The funny story behind it was back in the 80s, Dallas was on TV, South Fork came up for sale. And the guy from Texas said, I'm going to buy South Fork and I'm going to drill for oil, just like the TV show. Well, there is no oil here. That was only on a television show. So he drilled for oil right where that orange plug is. He only got water, and he ended up going bankrupt because of it. That's how influential a TV show could be in the 80s. You guys ready to go? Er hat gerade erzählt, dass das hier im Hintergrund das Blaue eine Ölbohrplattform ist, die der vorherige Besitzer gebaut hat, weil er dachte, dass er hier Öl abpumpen kann, so wie in der TV-Serie. Und hier gibt es aber kein Öl. Insofern,
ist er pleite gegangen, wobei jetzt nicht genau klar rausgekommen ist, ob er deswegen pleite gegangen ist oder ob es auch noch einen anderen Zusammenhang gab. So, wir springen jetzt hier einfach mal auf und fahren mal eine Runde mit dem Zug. Alright, test 1, 2, can everybody hear me okay? Alright, now, this microphone stays out 24 hours a day, so as we're driving, if you see me pointing and talking, all of a sudden you can't hear me, don't worry about it, I'll just repeat myself when we get over there, okay? It should work all the way through, but you never know. You ready? Let's go. And you might want to hang on, because sometimes I get up to 4 miles an hour. Alright, coming up on the right is our rodeo arena. Now this was built for the 100th episode by Lorimar Studios, and it's way too small for a real rodeo arena. But on television it looks perfect, and because of its size, we don't do rodeos, we do something called showdeos, which is like a rodeo but smaller, and we also give horseback riding lessons there. Ja Leute, wir nutzen die Zeit auf dem Traktorzug mal für ein paar Informationen über die Ranch. Die wurde 1970 von Joe Duncan gebaut, beziehungsweise das Haus wurde 1970 erbaut, und die Ranch hieß damals entsprechend Duncan Acres. Die ursprüngliche Größe der Ranch war 200 Acres, das sind etwa 800.000 Quadratmeter, beziehungsweise 80 Hektar. 1992 wurde von einem späteren Besitzer nochmal was dazu gekauft, also die aktuelle Größe beträgt 340 Acres, das sind 138 Hektar. Das Ranchhaus, in das wir gleich gehen, hat übrigens 550 Quadratmeter Wohnfläche. Die ersten 5 Folgen der TV-Serie Dallas, das war die erste Staffel, wurden 1978 auf einer anderen Ranch gedreht, die in Frisco, 15 Meilen entfernt von hier, stand. Stand deswegen, weil das Haus 1987 abgebrannt ist. Das war übrigens ein Nachbau des Hauses aus dem Film Vom Winde verweht. Jedenfalls mochte der Besitzer der Cloys Box Ranch nicht, wie die texanische Ölindustrie in der Serie dargestellt wurde, und untersagte weitere Dreharbeiten. Die Produktionsfirma Lorimar Television suchte daher einen neuen Drehort und stieß dabei auf Duncan Acres, diese Ranch. Der Besitzer wurde nach anfänglicher Ablehnung mit einem größeren Scheck unbekannter Summe überzeugt. An dieser Stelle wird hier bei der Tour, teilweise je nach Tourguide, noch eine Anekdote erzählt, wie Mitarbeiter von Lorimar filmreif im Helikopter auf der Ranch landen, um ihr Angebot zu offerieren. Ob das eine Story aus dem Polanergarten ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Lorimar Television gibt es übrigens nicht mehr, die sind jetzt Teil von Warner Bros. Der Name war ein Wortkoffer aus dem weiblichen Vornamen Lori und dem Palomar Airport bei San Diego. Wie auch immer, Joe Duncan sagte den Dreharbeiten nur unter den Bedingungen zu, dass nur während der Schulferien seiner Söhne gefilmt werden dürfe, sprich Juni, Juli und August, und dass nicht in dem Haus gedreht werden darf, sondern nur außerhalb. Das Haus selbst wäre wohl auch tendenziell zu klein gewesen für die Dreharbeiten, deshalb sind alle Innenaufnahmen, bis auf ein paar Szenen in späteren Folgen, in einem aufwendig nachgebauten Haus in Culver City, Kalifornien entstanden. Nachgebaut nicht nach diesem Haus, sondern nach einer krassen McMansion in Dallas. Die Ranch inklusive diesem Haus wurde 1984 an einen Ölmillionär verkauft, nachdem Joe Duncan vermutlich super fett genervt war von den vielen Fans der Serie, die auf dem Grundstück rumlungerten, seine Post aus dem Briefkasten stahlen, durch das Fenster glotzen und sogar in seinem Pool schwammen, nachdem eine CBS-Reporterin im Fernsehen verriet, dass die Ranch echt ist, wo sie zu finden ist, und dass dort Leute leben. Ein klassischer Fall von Doxing. So richtig eskaliert ist das dann, als die Folge Wer hat J.R. erschossen im Sommer 1980 ausgestrahlt wurde und die Leute, die im Übrigen annahmen, dass dort in dem Ranchhaus tatsächlich die Ewings leben würden, in Massen auftauchten, um dort Blumen für J.R. abzulegen. Die Auflösung, wer J.R. erschossen hat, wurde im November 1980 in 96 Ländern und 55 Sprachen ausgestrahlt. Und in den USA saßen damals fast so viele Leute vor der Glotze, um die Auflösung zu erfahren, wie bei der nächsten Präsidentschaftswahl an die Urne ging. Also ungefähr 300.000. Nein, über 80 Millionen. J.R. wurde übrigens von Kristen Shepard, seiner Geliebten, erschossen, beziehungsweise er hat es ja überlebt. Das war jetzt so wie die Schulbuchausgabe von Der Richter und sein Henker, wo die Klassenstufe vorher Chance ist der Mörder auf die erste Seite gekritzelt hatten. Aber um die Story hier nochmal kurz zu Ende zu bringen,
Der Ölmillionär, der diese Immobilie 1984 gekauft hatte, baute das Ganze unter anderem in ein Event- und Kongresszentrum um, ging allerdings Jahre später in Konkurs. Die Bank übernahm das Objekt. In den 90er Jahren wurde es wieder von jemandem gekauft. Der Käufer investierte nochmal größere Geldsummen in den Umbau des Hauses, was wir uns gleich anschauen. Der aktuelle Besitzer ist die Firma Forever Resorts. Man kann hier, wie gesagt, eine Konferenz oder andere Veranstaltung mit bis zu 1500 Gästen abhalten oder heiraten, zum Beispiel mit der Zeremonie in dem Pavillon vor dem Ranchhaus. Alright, so I'm just the guy who brings you to the house. Somebody else is going to give you the tour. Once you're done with the tour, feel free to walk around and go to any of the buildings that are open. You just have to leave by 4 o'clock. That's when we close, okay? And if you're still here, you have to sleep with the llama and he spits. So that would be bad. Follow me. I'll get those tickets as we go inside. Hello, folks. Hello. This young lady will give you the tour. Wonderful. Nice thank to you. Nice to have you today. Come thanks on for in. Having go us. Go right on back. Have a seat back there. Y'all make yourself at home. Good morning. Go right on back. Nice to have all of you today. My name is Vicky. I'm going to be your guide through the house today. Does everybody speak English in this room? Yes. Well, we're okay. Who does not speak English? Or if you could understand me. Better yet. Does anybody need an interpretation? Okay, well, I tell you what, I've got lots of information to share with you about the ranch out here. Where are y'all from today? Jackson. Okay, well, thank you so much. Thank y'all so much for coming out. Any of you have any questions? Not like I gave you a chance. All right, y'all, come on. So, das war jetzt ein ziemlich langer Vortrag gerade. Auch ganz interessant oder ganz gut gemacht, aber gespickt mit sehr vielen Anekdoten und Side-Stories, die ich euch jetzt hier nicht alle auf dem Kanal geben werde. Die Tour ist jetzt hier ziemlich groß, das heißt ziemlich viele Leute, die sich hier durch dieses sehr kleine Haus quetschen. Vielleicht falle ich mal ein bisschen zurück und warte kurz. Man kann hier auch so lange bleiben, wie man will, bis 16 Uhr, bis hier schließen, wie der Typ vorhin gesagt hat. In diesem Haus wurden ja auch nur ein paar Szenen, also drei Episoden, drei Szenen gedreht und der Rest wurde ja eben in einem Haus in Kalifornien, was nachgebaut wurde, gedreht. Aber hier ist halt auch zum Teil recht viel nachdekoriert, was die Amerikaner bei solchen museumsartigen Ausstellungen ja ganz gerne machen, dass sie irgendwas nachbauen halt einfach, was ja nicht original ist letztendlich. Ich finde ja auch, dass es draußen ist auch ein bisschen interessanter, weil ja wie gesagt bei diesem Haus hauptsächlich oder dieses Haus hauptsächlich für die Außenaufnahmen genutzt wurde. Ich dachte schon gerade, ich bin jetzt nicht der Einzige, der hier gerade für YouTube irgendwas filmt, aber ich glaube, er hat halt irgendeine Art von Phone-Konferenz oder zeigt es irgendwelchen Leuten. Ist natürlich auch keine schlechte Idee, hier so ein Tourist-Guide sein, der hier mit der Live-Schaltung quasi so ein Livestream für irgendwelche Leute, die Tour machen. Nee, keine Ahnung, was der Typ macht. Ist ja auch egal. Ja, also hier ist halt so ein kontemporäres Esszimmer. Ja, von Ikea, eindeutig. Ich kann den Scherz das mit Ikea nur einmal machen, aber musste gedroppt werden hier, keine Frage. Ja, Schmuck, ja. So, es verteilt sich hier schon so ein bisschen. Hier ist auch noch eine ganz neue Einbauküche. Gut, ist es hier jetzt natürlich alles im 80er-Jahres-Stil, das ist ja völlig klar. Ohne Wasserflasche, die ist ein bisschen fehl am Platz hier. Ist natürlich klar, dass das Ganze hier in diesem Design ist. Wäre ja sehr merkwürdig, wenn das jetzt schwedischer Landhausstil hier wäre. Genau, hier nochmal zum Rechten, dieses schöne Zimmer. Ich laufe jetzt dem Typen hier gerade auch durch seine Aufnahme durch, aber gut. So ist es halt. Also in diesem Wohnzimmer hier wurde wohl mal irgendeine Szene oder eine Episode gefilmt, hat sie vorhin gesagt. Wie gesagt, aufgrund meiner Nichtkenntnis dieser Show kann ich euch jetzt nicht sagen, welche Folge oder welche Szene. Hier drüben ist auch nochmal, achso, nee, hier ist das Zimmer. Ich hoffe, dass man hier hochgehen kann. Also ich war letztes Mal, das ist jetzt gerade so abgesperrt, ich war letztes Mal halt auch da oben. Da ist auch das Schlafzimmer und so. Das wäre jetzt sehr enttäuschend, wenn man das nicht könnte.
Ich frage sonst gleich nochmal nach. Joa, hier ist auch gleich schon zu Ende. Das Bild hängt schief, frei nach Loriot. Das hier hängt aber auch wirklich schief. Ja, ein weiteres Schlafzimmer. Sogar mit South Fork Ranch Logo Kissen vorne auf dem Bett drauf. Und hier wurde JR ermordet oder es wurde gefilmt. Wobei, weiß ich jetzt nicht. Oder ob das die Mexiko-Szene sein soll. Fans der Show werden es sicherlich kennen. Achso, der Grund, warum das Bild schief hängt, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Bild hier schief hängt. Wobei es jetzt hier eingeglast ist. Hello. Last time I did the tour, we could go upstairs. Is You're going to now. Ah, I'm going to now? Yes, you are. Well, in 30 seconds. It's roped off. In 30 seconds. Okay. Well, yeah. No, she's going to take you up and around over. Oh, I see. So you're, don't worry. You'll okay, see it yeah. all upstairs. Thank okay? you. I'm relieved to hear. Wait, thank you. Yeah. Did you get all this? Yeah, I got okay, it. Okay, make sure yeah. you get this is where JR was murdered, so make sure you get that part. See the body on the floor there? Right. All right. Okay. Thank you. Take the white stairs and okay. he'll join you upstairs. We'll do. Oh, okay. Das ist ein anderer Weg, den wir... Are you the last one, sir? I think so, yeah. Okay, thank you. Ja, also letztes Mal ist man durch die... oder konnte durch den Flur gehen. Deswegen... I am not. Aber ich war doch nicht der Letzte. Siehst du, habe ich der Frau Scheiße erzählt. Gut, wir gehen erstmal ganz kurz rein. Schöner Vorleger hier, schöner Läufer. Sorry. Ich laufe den Leuten hier durchs Bild, aber gut. Hier ist auch so ein schönes Himmelbett. Wie aus Tausend und einer Nacht. Ja, sehr zeitgemäß. Ein Gruß aus den 80ern. Wobei es wahrscheinlich in den 80ern in Deutschland jetzt nicht so aussah. Da war wahrscheinlich herrschte ein anderer Stil vor. Aber hier unten das Badezimmer, pass auf. Das ist jetzt, das wird richtig modern. Okay. Sorry, excuse me, go ahead. Gut, wie gesagt, sehr viel Gedränge. Aber es lichtet sich jetzt auch schon so ein bisschen. Also hier ist das Badezimmer in so einer Schminkecke. Mit der Urne der verstorbenen Großmutter. Nee, vielleicht ist da auch was anderes drin. Koks. Ja, hier die Toilette. Bidet out of order. Ich habe erst, weißt du, was ich erst gelesen habe? Ich habe erst Biden gelesen. Biden out of order. Das Bidet. Gut, es ist jetzt hier so abgesperrt, sonst hätte sich wahrscheinlich schon mal der ein oder andere Tourist hier reingesetzt und hätte mal sein Geschäft hier verrichtet. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Hier ist ja nur noch die andere Toilette. Ja, und hier ist das schmucke Badezimmer mit der Wanne in Rosa und Gold. Gut, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Vielleicht aber doch, wer weiß. Ja, da oben mit künstlichen Blumen. Sowas ist übrigens auch, die findet man ja Gott sei Dank nicht so oft mehr, aber sowas ist auch die Hölle, als Immobilienfotograf zu fotografieren, weil, naja, vielleicht geht es da mit dem Fenster, aber hier die Kamera zu verstecken und die Blitze und so, ganz schwierig. Oh, da ist die Dusche. Excuse me. Hier ist noch so eine Dusche, so eine begehbare. Also, großer Raum, großer Duschraum. Auch wieder das Goldthema konsequent hier durchgezogen. Und was wir hier noch haben, ist eine Sauna. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier so, spiegelt sich auch ein bisschen, ob man jetzt hier mal so ganz ungeniert saunieren könnte auf einer längeren Tour, aber ich vermute mal nicht.
Vielleicht auch nur für Show, funktioniert gar nicht. Nee, wer weiß. Ja, hier ist er nochmal, der gute J.R. Ewing. Und ein Türstopper, ja, so ein kleines Pferd. Please do not sit on bed. Okay, das müsste natürlich auf dem Bett. Das haben sie falsch dahingelegt. Das müsste eigentlich auf dem Bett sein. Sollen wir das mal korrigieren? Ne, lieber nicht. Ja, hier ist sogar noch die Champagnerflasche drin. Und dann schauen wir uns hier auch noch mal weiter um. Hier rechts ist nichts weiter, private. Hier geht es dann doch tatsächlich runter, ja, okay. Hier kann man das Ewing Experience machen. Live like a Ewing, experience the life of a Ewing like never before. Man kann ja halt so ein krasses Package machen oder buchen für eine bis sechs Teilnehmer, 325 pro Person plus 26% Service Charts und Sales Tax. Hätte doch vielleicht gleich schreiben können, dass das 400 noch was kostet plus Sales Tax. Ja. Plus Service Charge plus Group Fee plus Sales Tax plus City Charge plus Tourism Tax. 1000 pro Person. Oder mit mehr als 7 Gästen 295 pro Person, okay. Und hier kriegt man eine Private Tour von der Ranch. Oder Overnight for Two, also zu zweit, ganz romantisch, kann man für 1978 plus 26% Service Charge. Wir haben mal eben kurz $500 drauf gekloppt als Service Charge und Sales Tax. Additional Guests 450 pro Person, wenn ihr daraus eine Swinger-Party machen wollt, aus der Übernachtung für zwei. Auch plus 26%. Naja, gut. Da draußen ist schon die Masse an Leuten hier. Ich will gar nicht raus. Na gut, so. Schauen wir nochmal von oben auf diesen Lüster, Kronleuchter. Ist auch wirklich sicher angebracht. Wer weiß. Gut, dann gehen wir mal diesen schönen Teppichboden hier entlang runter und schauen uns das Äußere an. Ja, das, wie gesagt, finde ich eigentlich spannender, weil die Außenszenen hier gefilmt wurden. Und wie ja auch schon bemerkt wurde, der Pool ist tatsächlich gar nicht so groß. Thank you. Ja, hier nochmal kurz der Blick auf den Eingangsbereich und den Adler, den Bronzeadler. Gut. Die Tür klemmt etwas. Und das schon seit den 80ern. Nee, der war es so. Er ist müßig, geht ja eh gleich wieder auf. Aber es ist klimatisiert drin, ja, immerhin. So. Ja, typischer Southern Porch hier. Wo dann die Oma im Schaukelstuhl häkelt. Das also haben sie als Prop noch vergessen. So, dann gehen wir hier mal so ein Stück weg von dem Gebäude, um es uns auch nochmal von außen anzuschauen. Aber ich gehe gleich auch nochmal außen rum natürlich. Oh, guck mal, hier haben sie auch schon die Weihnachtsbeleuchtung vorbereitet. Hier fehlt auf jeden Fall eine Birne. So ganz kritisch, ja. So, hier ist das Haus von außen, aber auch nur die Seitenansicht. Wobei die wahrscheinlich auch ganz nett ist, weil, wie sie vorhin meinte, wenn man da hinten auf die Straße geht, also da von einem dieser Tore da hinten aus, dann kann man halt hier so ein Foto von dieser Ranch machen, mit dem Ranch-Grundstück im Hintergrund. So, gehen wir aber nochmal hier rum und schauen uns den Pool nochmal genauer an. Schwimmende Runde, na, das vielleicht nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie diesen Pavillon hier vorne, diesen Gazebo, das runde Ding, dass sie das später erst gebaut haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich ja schon meinte, die Show habe ich nicht regelmäßig geschaut, aber die paar Folgen, in die ich mal kurz reingeschaut habe, da sah es für mich aus, als wäre das hier eine freie Fläche gewesen. Als wäre da halt dieser Pavillon noch nicht gewesen, aber ich kann mich auch irren. Was eine häufigere Szene offensichtlich gewesen ist, ist, wie Autos hier reinfahren. Also von dort reinkommen, wo die Leute gerade durchlaufen durch dieses Tor. Es gibt ja noch ein, zwei andere Sachen, die wir uns hier anschauen können. Also die Tour ist jetzt noch nicht beendet. Ja, hier ist halt so dieser Einfahrtsbereich. Das Haus von außen. Und dieser Hintergrund hier war halt eben bei vielen Folgen
oder bei einigen Folgen, will mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen mit der Aussage, immer zu sehen. Ja? Also hier die Einfahrt. Nochmal der Blick zurück halt eben. Ist alles deutlich kleiner, als es in der Show wahrscheinlich aussieht, so zum Teil. Aber so ist es ja halt auch. Ich war mal irgendwann in so einem, vor ewigen Jahren, in so einem Video, in so einem TV-Studio, wo irgend so eine Talkshow, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, irgend so eine Talkshow aufgenommen wurde. Also sowas wie Wetten, dass oder so, jetzt nicht ganz so, so eine große, aber. Und das sah halt immer riesig aus im Fernsehen. Aber wenn du dann da drin sitzt, denkst du, so groß ist das ja eigentlich alles gar nicht. Wir gehen hier mal durch. Wir machen das Tor auch wieder zu. Ja, das ist halt hier dieser Bereich, in dem irgendwelche Außenaufnahmen gefilmt wurden. Ich habe irgendwie so eine Pool-Shot-Compilation auch gesehen. Habe allerdings nicht das, wovon sie geredet hat, gefunden, wo jemand halt geschwommen ist und an dem Sprungbrett, was es inzwischen nicht mehr gibt, aber damals wohl gab, angebunden wurde und dann Spiegel in den Pool geklebt wurden, damit er größer aussieht, als er eigentlich ist. Die Folge habe ich nicht gefunden oder die Stelle, die Szene, aber so ein paar andere, wo dann hier halt so eine Poolparty war. Die eine, wo JR in den Pool geschubst wurde, das möchte ich jetzt allerdings nicht nochmal nachstellen, die Szene, weil heutzutage ist das hier so ein bisschen weniger cool, so mit Handy und Kamera und was weiß ich noch alles so dabei, hier in den Pool zu fallen, ist, denke ich, jetzt nicht so richtig geil. Aber, wobei er in der Szene einen Anzug anhatte, so mit Hut und allem. Aber er hat gelacht. Ja, ist ein bisschen in die Tage gekommen, der Pool. Ich sehe jetzt hier auch schon mit meinem kritischen Blick als Poolbesitzer, dass da sich so ein bisschen Algenbildung schon am Entstehen ist. Und dass, ja, das dringend mal neu geplastert werden muss, der Pool. Ein paar Risse auch im Beton, aber das hat man hier relativ schnell wegen, ich weiß nicht, ob man es hier in der Kamera so sehen kann, das hat man relativ schnell, weil der Boden hier, dieser Lehmboden halt auch ziemlich arbeitet in Texas. Das heißt, wenn er trocken wird, zieht er sich zusammen. Wenn er feucht wird, expandiert er ziemlich stark. Hier Warning, no lifeguard on duty, also kein Bademeister, kein Rettungsschwimmer. Ja. Gut, ist ja hier recht eng gebaut. Ich hoffe, ich falle nicht rein. Ja, wie gesagt, ist jetzt ein okayer Pool von der Größe her, aber für so ein Filmset natürlich nicht so extrem krass, wie man vielleicht meinen könnte. Ja, hier ist noch so eine Glastischensemble, was wohl auch in der Serie genutzt wurde. Außer ich verwechsel das jetzt, weil so spektakulär sieht es auch nicht aus, mit einem anderen Tisch. Ja, da drüben wird irgendeine Bühne aufgebaut, also hier scheint ein Event irgendwann demnächst stattzufinden. Was ich auch ganz schön finde, ist diese Allee hier, diese Straße aus Bäumen oder mit diese von Bäumen überdachte Straße, so ein bisschen wie die Oak Alley Plantation in South Carolina. Hier nochmal ein Blick zurück auch auf das Haus. Da geht die Plantation, ich meine die baumübersäumte Straße weiter. Die Tiere, die hier sind, sind alle so Rescue Animals. Das heißt, alles ja gerettete oder adoptierte Tiere. Und das Ganze hat hier, wie gesagt, einiges an Konferenzräumen noch und Ballsälen. Die können wir uns, glaube ich, auch noch mal anschauen, außer es ist jetzt abgeschlossen. Das Auto, hat er vorhin bei der Traktor-Tour gesagt, gehörte nicht zur Serie. Es hat überhaupt nichts mit Dallas zu tun. Das haben sie halt hier einfach so hingestellt. Gut, warum nicht? Passt ja ganz gut so mit dem Haus im Hintergrund. Sieht ja recht klassisch aus. Das ist hier vermutlich auch nicht aus der Serie. Ja, hier drüben ist auch ein weiteres Fahrzeug oder ein Anhänger, der auch nicht zu der Serie gehört. Aber da drin, wie gesagt, wie versprochen, kommt gleich so ein, wenn ich es jetzt richtig mir gemerkt habe, 71er Lincoln Continental. Ja,
so bequem ist man damals gereist, wobei ist ein bisschen Dreck drin. Lincolns und Longhorns. Und hier ist er. Der 71er Lincoln Continental, der wohl halt eben in dem Film, in der Serie benutzt wurde und da auch mal so reingefahren wurde. Also es war wohl Jock Ewings Fahrzeug. Wobei dieses Fahrzeug jetzt hier auch nur 20 oder 21.000 Meilen oder so runter hat, obwohl er so alt ist. Wurde wahrscheinlich immer nur hier die paar Meter zwischen Ranch-Gebäude und Parkplatz hin und her gefahren, keine Ahnung. Aber schon bemerkenswert großer Kofferraum. Nicht, dass ich mich jetzt hier mit diesem Auto so lange aufhalten möchte, aber ich finde ja die Autos aus dieser Zeit finde ich wirklich schon sehr schön. Hier klassisch mit der Sitzbank. Man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, weil es so spiegelt. Mit der durchgehenden, die man heutzutage auch immer noch bei zum Beispiel Trucks kaufen kann oder bestellen kann. Mit so einem Jumpseat in der Mitte. Ja, ein nachgestelltes Longhorn. Ja, und hier kann man halt Fotos machen von sich oder mit sich und J.R. Ewing. Das war es eigentlich im Wesentlichen Ganzen. Ah ja, doch, 1978, siehst du, habe ich wieder Müll erzählt. 1978er Lincoln Continental. Ich versuche es so zu filmen, dass man das auf Pause drücken und lesen kann. Das ist schwierig. Es spiegelt sich halt so. Ja, genau. Also ein Lincoln Continental Mark V von 1978. Ich schätze mal, das ist hier vermutlich, weil hier auch so eine Art, naja, eine Bar ist es nicht, aber wer weiß, ob man hier noch dann so die Party noch so ein bisschen weiter sich hierauf ausdehnen oder ausweiten kann auf den Raum. Das ist halt hier ein ziemlich großer Veranstaltungsraum. Hat, wie gesagt, zwar nichts mit der Serie zu tun, aber gut, damit kann man natürlich Geld verdienen, wenn man so ein Event-Venue ist oder hat. Hier ist noch ein kleinerer Raum nebenbei. Nur um die Tour hier zu vervollständigen. Da hinten ist nochmal ein recht beeindruckend großer Ballsaal. Also hier kann man auf jeden Fall auch eine mexikanische Hochzeit abhalten mit 300 Gästen oder so. Ja, hier ist es sehr dunkel. Ich hoffe, man sieht trotzdem noch irgendwas. Mit entsprechendem Bildrauschen. Ja, es ist sehr dunkel, aber es ist auch ein riesiger Raum. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Mit einer Tanzfläche auch und so einer Bühne da hinten. Da hinten irgendwo ist die Bühne. Ja. Na gut, egal. Dann würde ich sagen, haben wir es jetzt eigentlich. Gehen noch mal ganz kurz außen rum über das Grundstück. Ganz schön finde ich ja auch diese Lampen hier drin, die sie aufgebaut haben. Ich könnte mir vorstellen, dass dann hier in der Mitte so eine Tanzfläche sein könnte. Und man dann hier so seinen First Dance, den ersten Walzer oder wie man das nochmal nennt auf Deutsch, haben könnte und dann diese Beleuchtung vermutlich ganz nett ist. Genau, hier ist das Oil Office. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, es wurde auch nicht erklärt, was da jetzt so wirklich mit stattfindet. Vielleicht wurde es auch als Filmhintergrund verwendet, vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung, es wurde nicht gesagt leider. Das ist jetzt hier nicht der offizielle Weg, den ich begehe, aber macht ja nichts. So, also ich, bei der letzten Tour war es offen, habe ich mal reingeschaut, jetzt ist es abgeschlossen. Ist aber auch nur irgendwie so ein kleines Büro. Da ist jetzt nichts Cineastisches dran. Ja, hier sind nochmal so ein paar kleine Miniaturpferde oder sind es Esel? Ich glaube, es sieht eher nach Eseln aus. Hallo. Na gut, ist jetzt vielleicht nicht so spannend, ich weiß. Hier drüben nochmal, was heißt nochmal, aber als Abschluss vielleicht, weil da drüben sind dann halt nur so ein paar Pferdeställe und so. Die muss man jetzt dann nicht alle gesehen haben. Haben wahrscheinlich auch nicht wirklich viel mit der
mit der Serie zu tun. Das heißt, weiß ich nicht, vielleicht wurde da auch drin gefilmt. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht sachkundig. Hier sind halt Grabsteine von Jock Ewing, Eleanor Southworth Ewing Farlow und J.R. Ewing. The only deal he ever lost, 2013 gestorben. Aber die sind natürlich hier nicht beerdigt, sondern das ist hier nur ja, so ein Touristengag. Weiß nicht, ob Gag jetzt das richtige Wort ist. Ein morbider Touristen-Gag. Ja, wie auch immer. Gut, dann würde ich sagen, war es das. Jetzt aber wirklich. Steht hier noch was dazu? Okay, nee, es erinnert an einen Angestellten oder Mitarbeiter der South Fork Ranch. Cool, dann haben wir es jetzt auch mal gesehen. Eine weitere Touristenattraktion der Region abgearbeitet. Hier nochmal eine Aufnahme zum Abschluss von der Ranch von hier aus. Ja, cool, alles klar. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.